Hallo ihr Lieben, willkommen auf eurem Kanal Kraft der Seelen Tarot. Ich bin Cynthia und heute schauen wir mal, welche Nachricht wir von euren Ahnen so bekommen, was für euch wichtig ist. Ja, es ist ein Sonntag, an dem das Video hier erscheint. Das heißt, am Ende der Playlist wird auch noch mal werden nochmal die Wochenlegungen eingeblendet. Für diejenigen, die die Mitte der Woche noch nicht anschauen konnten, ist das auf jeden Fall ein guter Hinweis. Generell findet ihr eure Legungen zu euren Sonnenzeichen in den jeweiligen dafür vorgesehenen Sternzeichen-Playlists. Schaut euch ein bisschen um in den Playlists, ist einiges passiert hier auf dem Kanal. Es ist auch so, dass inzwischen jeden Tag Videos veröffentlicht werden. Wenn ihr da also nichts verpassen wollt, dann seid schlau, klickt kurz auf den Abo-Button und auf die Glocke, damit ihr halt immer, wenn ein Video erscheint, was wie gesagt jetzt dann nach Möglichkeit auch täglich passiert und passiert ist schon, kein Video mehr verpasst. Es ist eine allgemeine Legung, wie immer fürs Kollektiv. Nehmt also mit, was mit euch resoniert und lasst ziehen, was nicht zu euch gehört. Lange Rede, gar keinen Sinn. Wie immer, fangen wir an. Wir bitten die geistige Welt um Informationen und Impulse der Ahnen für die Krebse. Welche Nachricht möchten die Ahnen der Krebse den Krebsen zukommen lassen? Vielen Dank. Fünf der Münzen, die Herrscherin. König der Kelche, Ast der Stäbe auf dem Kopf, Königin der Schwerter auf dem Kopf und die Zwei der Kelche. Das hier, meine Lieben, ist im Prinzip der Anbruch einer neuen Ära für euch. Viele von euch könnten hier zum einen tatsächlich einen Seelenverwandten kennenlernen, wenn ihr euch für eure Selbstliebe entscheidet. Viele von euch können hier, da kreist so ein Seelchen um euch rum, das vielleicht nochmal gerne inkarnieren möchte, entweder als Mensch oder als sonst was, könnten Familienzuwachs bekommen. Viele von euch könnten hier tatsächlich einen sehr erfüllenden Vertrag abschließen. Ja, einen Vertrag, der euch wirklich absichert. Das kann ein Job sein, das muss kein Job sein. Das kann auch eine Anlage sein, das kann auch ein Haus sein, irgendwie sowas. Wenn ihr euch eures Wertes bewusst werdet. Es gibt hier die kleine Info für einige von euch, erstmal ein bisschen wirklich in so eine Art meditativen Zustand zu gehen und das volle Selbstpflege-, Selbstliebe-Programm durchzuziehen. Es gibt hier einige von euch, die möchten eine Selbstständigkeit starten. Das sollt ihr ein bisschen nach hinten vertagen. Da ist jetzt gerade ist es offensichtlich ungünstig, da scheint mir vertragstechnisch, da scheint es Menschen zu geben, irgendwie Vertragspartner oder gerade so eine Energie, dass Klienten entweder ausbleiben oder ewig brauchen, bis sie zahlen. Also da überarbeitet da nochmal das Konzept, das ist noch nicht ganz eures, deswegen ist die Energie auch noch nicht ganz bereit zum Startschuss der Selbstständigkeit des Projekts. Ja, wir haben hier im Übrigen Stierenergie vorherrschen. Ja, ganz klar hier die Aufforderung, bitte Selbstwert, Selbstliebe und persönliches Wachstum absolut zu fokussieren und über alles und jeden erstmal zu stellen, dann ergeben sich wirklich gute Dinge. Ob das jetzt die Liebe eures Lebens ist, ob das jetzt ein erfüllender Job ist, ob das auch Gesundheit ist hier ein Thema. Ne?
Auch das ist verwurzelt in eurem Selbstwertthema. Ihr scheint da mal irgendwie emotional vor die Tür gesetzt worden zu sein, im Kalten stehen gelassen worden zu sein. Da rührt es ein bisschen her. Meine Lieben, schaut euch auf jeden Fall als ergänzende Information dazu noch Aszendent und Mond an. Die Playlist für die Ahnenlegung wird hier eingeblendet. Eure Krebs-Playlist wird hier links oben eingeblendet. Abonniert den Kanal, jeden Tag erscheinen neue Videos. Da verpasst ihr vielleicht was, wenn ihr nicht abonniert habt, nicht die Glocke eingeschaltet habt. Alle Videos aber, die ihr vielleicht verpassen könntet oder verpasst habt, besser gesagt, die findet ihr dann in eurer jeweiligen Sternzeichen-Playlist. Lange Rede, gar keinen Sinn, wie immer. Ich wünsche euch alles, alles Liebe und bis ganz, ganz bald.